Wir befinden uns hier im zweiten Hof des alten Wiener Allgemeinen Krankenhauses, einem ehemaligen Spitalskomplex, an dem Medizingeschichte geschrieben wurde. Es war vor allem die Heimat der großen Persönlichkeiten der sogenannten zweiten Wiener medizinischen Schule. Hinter mir befindet sich eine sehr berühmte Statue eines aufgeklärten österreichischen Kaisers, Josefs II., der nach einer Reise nach Paris zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er das Armenhaus hier am Alsergrund in ein modernes Spital in Analogie zum Hôtel Dieu in Paris umbauen möchte. Die Eröffnung hat dann am 16. August 1784 stattgefunden und dieser Komplex war 200 Jahre bis etwa Mitte der 1990er Jahre in Betrieb und war die Bühne von medizinischer Weltgeschichte. Wir haben 2012 eine, möchte ich fast sagen, Jahrhundertchance bekommen, indem wir das Areal der ehemaligen Wienenergie in der Spitalgasse, Marianengasse, erwerben konnten, das ja in unmittelbarer Nachbarschaft zum AKH liegt. Und das wird der neue medizinische Universitätscampus Marianengasse. Ich glaube, die beiden wichtigsten Aspekte für den Vorklinik-Campus ist die Integration. Das heißt, dass alle vorklinischen Disziplinen hier in einem Gebäude tätig sein werden und sich auch dadurch gegenseitig befruchten werden. Und der zweite wesentliche Aspekt ist diese unmittelbare Nachbarschaft zum Universitätsklinikum, dem AKH, weil auch hier natürlich der Austausch zwischen Vorklinik und Klinik die spannende Grenze zwischen den verschiedenen medizinischen Wissenschaften ist. Der Bau des neuen allgemeinen Krankenhauses war ein Jahrhundertprojekt für Österreich. Mit dem neuen AKH hat Österreich wieder den Anschluss an die internationale Spitze der Medizin geschafft. Heute befinden wir uns wieder einem Phasenwechsel hin zu einer Idee, dass Krankheiten gar nicht mehr entstehen. Das heißt also, man hat den Anspruch der Prävention und die sehr präzise. Das heißt, man versucht für jeden einzelnen Menschen, der noch gar nicht krank ist, ein präzises, auf eine Person maßgeschneidertes Konzept anzuwenden. Dabei helfen uns moderne Techniken der Molekularbiologie, aber auch der Artificial Intelligence. Und um dieses Programm umsetzen zu können, haben wir diese beiden Gebäude, das Zentrum für translationale Medizin und das Zentrum für Präzisionsmedizin, hier errichtet. Translationale Medizin ist der Versuch, die neuesten Erkenntnisse der Forschung möglichst rasch, also noch vor der Zulassung, bevor es Routine wird, für Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Und Präzisionsmedizin heißt, es gibt nicht eine Therapie quasi von der Stange wie ein Kleidungsstück, sondern ist für jeden Patienten maßgeschneidert. Zur Hochzeit der Bauaktivitäten hier standen 10 sehr große Kräne, das heißt, das ist ein sehr großes Bauprojekt mit einem unglaublichen Volumen. Ich möchte mich auch wirklich bei allen, die hier mitgeholfen haben in der Konzeption, im Bau, in der Planung und in der Fertigstellung, herzlich bedanken. Es waren buchstäblich tausende Mitarbeiterinnen, Bauarbeiter beschäftigt. Wenn wir als Universität in diesem modernen Wettbewerb Schritt halten wollen, müssen wir den besten Köpfen auch die beste Infrastruktur zur Verfügung stellen und ich glaube, das ist uns mit diesem Ensemble an Gebäuden vom Campus Marianengasse über das Zentrum für translationale Medizin und zum Eric Kandel Institut sehr gut gelungen. Wir befinden uns vor dem Rektoratsgebäude der Medizinischen Universität Wien, hier beim Eingang Spitalgasse zum MedUni-Campus AKH. Diese Zeit der Jahrhundertwende war die glorreiche Zeit der zweiten Wiener medizinischen Schule. Und ich bin sehr stolz, hier in der Aura dieser Gebäude meine Tätigkeit als Rektor verbringen zu dürfen. Die neuen Gebäude, die wir hier errichten und die spätestens 2027 in Betrieb gehen werden, sind sozusagen ein Geschenk meiner Generation an die kommende Generation von österreichischen Medizinerinnen
und Medizinern. Und ich wünsche allen künftigen Generationen, dass sie mit diesen Gebäuden viel Freude und Erfolg haben werden.